Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Sunny vom Kanal Sunny macht das und hier findest du ganz viele Anleitungen rund um Nähen und Basteln. Heute wollen wir wieder zusammen nähen. Und zwar habe ich vor einer Weile diese süßen Glitzerflaschen gefunden und habe lange überlegt, was ich daraus nähe und hatte auch schon seit längerem eine Idee im Kopf. Und jetzt habe ich sie endlich umgesetzt und möchte euch zeigen, was ich da gemacht habe. Und zwar geht es um eine Glitzertasche aus Vinyl mit Zwischenräumen, wo der Glitzer drin ist, der dann so hin und her rasselt. Was du für die Tasche brauchst, zeige ich dir jetzt. Für unser heutiges Projekt brauchen wir einen Reißverschluss, Glitzer, Pailletten, Perlen, was auch immer ihr habt. Und durchsichtiges Vinyltischtuch. Weil beim letzten Mal einige gefragt haben, das kriegt ihr zum Beispiel im Baumarkt oder im Möbelladen, wo es meterware Wachstuch gibt. Da gibt es auch so transparentes Vinyl. Mein Reißverschluss ist von dem einen Stopper zum anderen Stopper 17 cm lang. Dazu gebe ich links und rechts 1 cm. Das ergibt 19 cm. Deswegen habe ich mir meine Vinylteile auf 19 cm mal 11 cm geschnitten und das Ganze brauchen wir viermal. Zwei davon und leg diese möglichst gerade aufeinander. Ist manchmal gar nicht so einfach, weil das Vinyl gerne mal klebt. So. So, dass ihr hier eine gerade Kante habt und wenn ihr noch Rückstände vom Markieren beim Zuschneiden habt, schneidet das noch zurück. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr euch den Reißverschluss, legt den möglichst nah an und achte darauf, dass links und rechts vom Stopper mindestens 1 cm Platz ist. Wenn das soweit passt, fixiere ich mir das links und rechts. Und dann wird einmal knappkantig mit einem Geradstich mit einer Stichlänge von 2,5 festgenäht. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich das einmal festgenäht habe. In meinem Fall habe ich das jetzt mit meinem ganz normalen Standard-Nähfuß festgenäht. Das ging soweit ganz gut. Ihr könnt natürlich auch ein Reißverschlussfüßchen nehmen. Und wenn ihr Probleme beim Transportieren habt, könnt ihr auch auf einen Teflon-Nähfuß zurückgreifen und euch eventuell links und rechts vom Nähfuß ein bisschen Seidenpapier oder in meinem Fall Backpapier unterlegen, damit das Vinyl nicht an der Nähmaschine klebt. Wenn ihr die erste Seite festgenäht habt, macht ihr das Ganze mit der zweiten Seite auch. Ihr nehmt euch wieder zwei Teile, legt die möglichst akkurat aufeinander. Das habe ich hier schon mal gemacht. Legt euch das wieder an. Wieder links und rechts vom Stopper ungefähr 1 cm Platz. Und auch hier wird wieder mit einem Geradstich mit einer Stichlänge von 2,5 abgesteppt. Wenn ihr beim Nähen Probleme habt, mit dem Nähfuß am Zipper vorbeizukommen, stoppt mit dem Nähfuß, lasst die Nadel im Reißverschluss drinne, hebt das Nähfüßchen, zieht den Zipper vorbei, senkt das Nähfüßchen wieder und näht einfach weiter. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir beide Seiten einmal abgenäht haben. Jetzt schließen wir das Ganze schon mal zu einer Tasche. Dazu falten wir die Tasche. Der Zipper liegt innen und wir falten die Kanten aufeinander. So, dass das so weit passt. Und nun nähen wir
wieder mit ungefähr 0,7 bis 1 cm Nahtzugabe einmal von unserer Reißverschlussnaht hier runter und hier unten. Die eine Seite lassen wir offen, damit wir dann noch unser Glitzer, Pailletten und Perlen, was auch immer ihr habt, einfüllen können. Ich habe nun diese und diese Kante abgenäht. Wenn ihr hier oben anfangt und Metallstopper drin habt, passt, seid ihr bitte vorsichtig, dass ihr euch eure Nadel nicht kaputt macht. Also ruhig ein bisschen hinter dem Stopper anfangen. So. Die Tasche wäre nun bis auf die eine Seite fertig. Wir gehen jetzt, nehmen unser Glitzerperlen, was auch immer ihr nehmt. Die eine große Öffnung in der Mitte, das ist eure Tasche später. Und nun nehmen wir hier diese Wände auseinander. Je nachdem, was für ein Vinyl ihr verwendet, klebt das recht doll aneinander. So, Seite Nummer 1. Weiß nicht, ob man das sieht. Hier ist die Außenwand, eine der Mittelwände. Und hier wäre dann die Tasche. Ich nehme das auseinander. Und dann wird nach euren Wünschen und Vorstellungen Glitzer oder Perlen oder Pailletten einfach hier reingeschüttet. Je mehr ihr reinmacht, umso mehr ist natürlich dann später, auf was sich dann noch bewegen kann. So sieht das Ganze schon mal grob aus. Genau. Damit wir die Tasche nachher natürlich auch wieder aufkriegen, ist es wichtig, dass ihr jetzt hier den Reißverschluss aufmacht. So. Und jetzt wird hier noch die letzte offene Seite zugenäht. Auch hier wieder 0,7 bis 1 cm Nahtzugabe, Geradstich mit 2,5 Länge und auch hier wieder auf den Stopper achten, dass ihr nicht mit der Nadel auf den Stopper kommt. Ich habe jetzt alle Nähte geschlossen. Ich stelle mir jetzt die Nahtzugabe noch ein bisschen zurück, vor allem gerade. Ich denke so 0,5 cm. Und möglichst gerade, weil dadurch, dass es ja transparent ist, seht ihr das ja im Nachhinein noch. Ich schneide bei mir jetzt ja auch noch gleich die überflüssigen Fäden mit weg. So, damit sind bei mir jetzt auch die letzten Markierungen vom Vinyl verschwunden hier oben. Das schneiden wir noch weg. Und jetzt wird das Ganze gewendet. Da das Vinyl ein bisschen klebt, ist das ein bisschen fummelig. Aber mit Geduld geht auch das. Lasst euch dabei ruhig Zeit. Formt die Ecke schön aus. So sieht das Ganze aus, wenn ihr es gewendet habt. Wenn sich euer Glitzer jetzt noch nicht perfekt verteilt hat und wie bei mir hier noch so eine freie Stelle ist, dann könnt ihr einfach eine Hand rein, eine außen und dann so ein bisschen hin und her rubbeln. Dann geht das auch. Ich habe nun jetzt ganz flaches Glitzer genommen. Das nennt sich, glaube ich, Glitzerkonfetti. Das ist ganz flach. Dadurch klebt das relativ gut am Vinyl. Wenn ihr Perlen oder Pailletten nehmt, was ein bisschen dreidimensionaler ist,
Das drückt natürlich dann das Vinyl ein bisschen auseinander und dadurch kann sich das hier drin auch dann besser bewegen. So, fertig ist die Tasche. Ich bin normalerweise nicht so der Glitzertyp, aber diese Tasche hat es mir echt angetan und es wird bestimmt auch nicht die letzte sein. Alternativ zu Glitzer könnt ihr, wie bereits gesagt, auch Perlen und Pailletten und ähnliches nehmen. Ich habe aus Interesse noch eine Version mit gestanzten Sternen gemacht, aus Tonkarton. Da das Vinyl aber relativ stark aneinander klebt, bewegen die sich leider nicht so schön. Aber wenn euch das nicht stört, dass das halt nicht sich bewegt, sondern einfach an seinem Ort ist, finde ich das trotzdem eine schöne Alternative. Und wer nicht so auf Glitzer und so steht, kann das Ganze natürlich auch ohne machen und einfach als durchsichtige Tasche. Dann braucht ihr natürlich nur 2 statt 4 Teile. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Schreib mir gerne was in die Kommentare, wenn du Fragen, Anregungen oder irgendwas hast. Ich lese auf jeden Fall jeden Kommentar und werde auch darauf reagieren. Und ja, abonnieren, damit du keine Videos mehr verpasst. Am besten noch die Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!